quasi neben dem traditionellen Set an Werkzeugen und Methoden da die Möglichkeit kriegen, in die agile Welt einzutauchen. Ja, gern. Thomas Lebesmühlbacher ist mein Name. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin geboren in Salzburg, lebe aber mittlerweile seit über 25 Jahren im Osten von Österreich und seit 7 Jahren mit meiner Familie in Krems an der Donau, wo ich jetzt hergekommen bin. Und ja, die Zusammenarbeit mit dem Intersport, die geht wirklich jetzt schon viele, viele Jahre zurück und ich schätze sie sehr. Und was mich beruflich irgendwie so qualifiziert und auszeichnet, also ich bin systemischer Organisationsberater und Coach. Ein wirklicher Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die Begleitung von Change-Prozessen und von so längeren angesetzten Entwicklungsprogrammen. Und ich bin ein leidenschaftlicher Mindful Leadership Trainer. Ich sage das deswegen so mit diesem O-Ton, weil das wirklich eine totale Herzensangelegenheit von mir ist. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich mich der Gruppendynamik gewidmet und dem Thema Projektmanagement, was so meine Grundprofession ist, woher ich komme. Ja, das ist witzig. Also Am Limit ist bei mir eigentlich entstanden, so wie viele Seminare, indem ich ganz intensiv den Kontakt gesucht habe zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu Experten und Expertinnen und sie interviewt habe, wie sie einfach die momentanen Arbeitssituationen und ihren Arbeitsplatz erleben und wahrnehmen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass sie so mit dieser Dynamik und mit dieser Komplexität und mit dieser Schnelligkeit und vor allem auch mit einer Zunahme von Fremdbestimmung ihre Not haben, beziehungsweise in einer ganz besonderen Form gefordert sind. Also das, was da immer wieder genannt wird, ist so dieses Gefühl, omnipräsent zu sein, dauernd verfügbar sein. Es wird ganz oft die Digitalisierung und diese Reizüberflutung durch die neuen Medien genannt. Die Leute haben das Gefühl, dass sie überhaupt nicht mehr im Agieren, sondern permanent im Reagieren sind und dass das alles sofort und ganz schnell passieren muss. Und die Leute finden sich einfach in gewisser Maßen im Hamsterrad wieder, was einfach die Konsequenz hat, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Freude an der Arbeit verlieren, dass es ein bisschen so in Richtung Entmutigung geht, dass Ermüdungserscheinungen auftreten, eine gewisse Lustlosigkeit und einfach unter diesem massiven Druck, unter dieser gewaltigen Vielfalt an Aufgaben so ihre Not haben. Also ein ganz wesentlicher Schwerpunkt wird darin liegen, dieses Arbeiten mit Zielen. Wie stelle ich mein Zielfernrohr ein und wie gelingt es mir auch, den Fokus zu halten, trotz dieser ganzen Einflussnahmen und Reize, die im Außen stattfinden? Das wird ein ganz zentrales Thema sein. Das zweite Thema wird sein, dieses strukturelle Thema, also wie habe ich meinen Arbeitsplatz und meinen Verantwortungsbereich organisiert? Wie habe ich meine Abläufe ausgerichtet? Wo gibt es da Möglichkeiten der Veränderung, der Optimierung? Der dritte ganz wesentliche Teil werden dann die Tools, Werkzeuge und Methoden sein, wo es letztendlich darum geht, wirklich drauf zu schauen, welches Methodenset habe ich heute schon und was kann mir zusätzlich helfen. Und der vierte Teil wird das Thema Vitalität und Resilienz, aktives Stressmanagement sein, um einfach seine Leistungsfähigkeit auf einem gesunden, nachhaltigen Niveau zu halten. In der ursprünglichen Überlegung ist das Seminar wirklich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, unabhängig von der Abteilung. Ich glaube einfach, das, was meine Recherchen ergeben haben, dass es heute wirklich keinen Arbeitsbereich mehr gibt, der irgendwie von dieser Schnelligkeit und von dieser Dynamik außen vor gelassen wird. Und insofern ist es wirklich ein Angebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier
in einer Vielfalt an Rollenkonzepten unterwegs sind, etwas für sich zu tun, die eigene Arbeitsabläufe zu überprüfen, neu auszurichten und vor allem auch diese innere Balance herstellen, um mit einer anderen Gelassenheit Erfolge feiern zu können. Also wir werden für dieses Seminar wieder eine externe Seminar-Location wählen. Wir werden in einem Hotel arbeiten, wo wir alle 3 Tage verbringen. Das Seminar ist angelegt auch auf 2 Module, wobei das erste Modul 2 Tage dauert. Und wir haben dann ganz bewusst eine längere Pause von 6 Wochen geplant. Die Idee ist, bevor wir dann in das zweite Modul, was eine Eintagesveranstaltung ist, hineingehen. Die Idee ist, dass wir nach dem ersten Modul mit einem persönlichen Actionplan hinausgehen, wo jeder für sich ganz klare Überlegungen anstellt, was er vor dem Seminar jetzt aufgreift und konkret in die Praxis bringen will. Es geht wirklich ums Experimentieren, ums Ausprobieren, um Erfahrungen sammeln und im zweiten Teil, im zweiten Modul, wird der Anfang dem Schwerpunkt gewidmet sein, hier in einem intensiven Erfahrungsaustausch zu sein, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und letztendlich auch diese Hürden, die möglicherweise entstanden sind, nur einmal ganz konkret zu bearbeiten. Ja, also ich denke mir, die Entwicklungen im Außen, die Dynamik, die Geschwindigkeit, die Komplexität, die geht nicht spurlos an uns vorüber, die macht mit uns alle was. Und im Sinne unserer Leistungsfähigkeit, unserer Vitalität und unserer Resilienz haben wir gefordert, dafür zu sorgen, dass wir in unserer psychischen Kraft, in unserer psychischen Gesundheit gut da sein können, damit wir die Aufgaben mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen Souveränität erfolgreich und vor allem mit viel Freude umsetzen können.